Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Jugendstil. Wir reisen heute zurück in der Zeit, zurück in dunkle Zeitalter ohne Smartphone, ohne Facebook und ohne Instagram. Aber so finster war es damals gar nicht. Das werdet ihr in dieser Folge vielleicht erkennen. Hier sind unsere heutigen Themen. Zeitreise hin zum frühen Handwerk. Wir zeigen euch, wie die Handwerker im Mittelalter gearbeitet haben. Archäotechnik im Federsee-Museum. Mit Patrick geht's zurück in die Steinzeit. Und ritterliche Stunts hoch zu Ross und schwere Klingen beim Schwertkampf. Wir besuchen den Mittelaltermarkt im Kloster Wiblingen. Der erste Stopp unserer Zeitreise führt uns direkt auf ein mittelalterliches Ritterturnier, und zwar auf dem Mittelaltermarkt in Wiblingen. Evelyn, was genau ist denn hier geboten? Auf dem ganzen Mittelaltermarkt bieten wir ganz viele verschiedene Handwerkskunst an, also historisch darstellendes Handwerk, Lagergruppen, so Living History, die uns quasi über 4 Tage hier im Originalleben wie damals begleiten. Wie kam es denn zur Idee, diesen Markt überhaupt zu veranstalten? Also meine Kollegin Simone Keil hat das vor 10 Jahren ins Leben gerufen, weil sie selber in diesem ganzen Metier quasi unterwegs war, selber auf Märkte gegangen ist. Und sie hat dann irgendwann damals gedacht, das können wir besser. Genau. Schauen wir noch gleich zu dir, Thorsten. Du bist mittelalterlich gewandet auch. Vielleicht erklärst du es kurz, wie bist du angezogen? Ja, ich bin hier als hochmittelalterlicher Ritter, so aus dem 13. Jahrhundert unterwegs. Ich bin auch jetzt von etwas gehobenerem Stand, deswegen die etwas aufwendige Ausstattung. Die brauche ich auch, weil ich bin hier der Lagervogt. Was macht denn für dich die Faszination Mittelalter aus? Ja, das fängt an, wenn man mal auf irgendeinem Fest unterwegs ist, wie in Kaltenberg, und da gefällt einem die Stimmung. Ja, und dann kauft man sich so ein Piratenhemd, zieht sich eine Lederhose an und kauft sich so ein Trinkhorn und findet sich toll. Und wenn man nicht aufpasst, dann rutscht man immer tiefer rein. Was macht denn so ein typisches Ritterturnier aus? Ja, zu dem typischen Ritterturnier gehören natürlich die Spiele der Reiter auf dem Pferd, die Geschicklichkeitsspiele und natürlich die Königsdisziplin, das Josten, ja, wo es dann wirklich sozusagen um Leben und Tod geht. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Turnier heute ausgeht. Viel Spaß. Genau, viel Spaß. Wir haben ein Happy End im Ritterturnier. Der Ritter hat seine geliebte Anna wieder. Ist doch schön. Und damit kommen wir zum nächsten Beitrag. Wir reisen ein paar tausend Jahre weiter zurück in der Zeit, und zwar in die Steinzeit. Patrick vom Federsee-Museum kennt sich da sehr gut aus, denn er ist Museumspädagoge und Archäotechniker. Und was er da so macht, das seht ihr jetzt. Das Tollste an meinem Job hier ist einfach auch die Unterstützung durch das komplette Team vom Federsee-Museum. Dass wir alle schön als Familie zusammenarbeiten. Also ich bin Patrick Geiger, ich bin Museumspädagoge hier am Federsee-Museum in Bad Buchau. Zu meinen Aufgaben gehört natürlich in allererster Linie die Betreuung der Besucher, Besucherführungen, Konzepte machen, Ausstellungen begleiten. Aber auch das Reparieren und Instandhalten von den Ausrüstungsgegenständen bei uns in den Häusern, neue Konzepte entwickeln. Museumspädagoge bin ich geworden durch meine frühere Arbeit als Schmied und Archäotechniker. Ich habe Schmied gelernt in einem Betrieb, wo wir uns sehr viel mit Archäotechnik und experimenteller Archäologie auseinandergesetzt haben. Die Archäotechnik ist auch ein ganz breites Spektrum. Es geht darum, Repliken herzustellen. Es geht aber auch um experimentelle Archäologie, Sachen herzustellen, mit den Möglichkeiten und mit den Werkzeugen von früheren Fragestellungen der Archäologen aufzuklären.
Also ich werde heute Birkenpech im trockenen Destillationsverfahren herstellen. Das heißt, man hat ein Gefäß, in dem die Birkenrinde trocken destilliert wird, unter Luftabschluss auf 400 Grad im Feuer erhitzen. Und man hat das große Problem zu erkennen, was passiert eigentlich im Topf, ohne dass man reingucken kann, weil ich während dem Prozess den Deckel nicht öffnen kann. Mit dem fertigen Birkenpech werde ich dann die Sicheln reparieren, die bei uns auch bei Schulprojekten und Führungen eingesetzt werden und dann natürlich auch immer wieder unter den Besucherhänden leiden müssen. Eine richtige Ausbildung zum Archäotechniker gibt es so nicht. Wir sind zum Teil Archäologen, wir sind Handwerker. Wir unterstützen uns in vielen Bereichen gegenseitig und viele Sachen sind einfach nur ausprobieren, ausprobieren und nochmal ausprobieren. Wir sind auch gerade dabei, eine neue Sonderausstellung aufzubauen zum Thema Frühbronzezeit. Wir haben eine super schöne Landschaft mit Playmobil-Figuren nachgebaut, in der auch die Besucher und die Kinder der Besucher selber aktiv mitmachen können. Die Faszination an der Steinzeit ist natürlich in allererster Linie, die alten Techniken wieder aufleben zu lassen und für mich als Museumspädagoge natürlich auch, das den Besuchern zu vermitteln und zu zeigen, eigentlich war es früher gar nicht so schlimm, wie man sich es immer vorstellt. Thorsten, jetzt in anderer Funktion. Als Schwertkämpfer auch nicht schlecht. So, und du möchtest ein bisschen Schwertkampf lernen? Ja, das sieht nämlich echt ganz cool aus. Wie geht man da ran jetzt ans mittelalterliche Schwertkämpfen? Am besten, indem man das Schwert mal in die Hand nimmt. Okay, ja. Bitte schön. Das logisch. Ist ein Zweihandschwert. Ich weiß schon. Hat schon ein Gewicht. Wenn du jetzt mal das Schwert einfach nur festhältst, in meine Richtung, ja. Gut festhalten. Ja. Und ich zeige dir jetzt mal den Unterschied zwischen der üblichen Technik, wenn man so mal so eine Besenstiel in die Hand nimmt, den hält man ja kräftig, hat Angst, dass man den verliert und dann haut man drauf und ja. Du konntest jetzt sogar noch ein bisschen abwehren, ne? Aber jetzt mache ich es mal mit der Hebeltechnik. Ne? Ja, okay. Stellst dich mal neben mich. Ja. Ja. Beine schulterbreit. Und dann das linke Bein macht einen Ausfallschritt. Und Knie leicht gebeugt, das andere Bein leicht gestreckt und so stehst du stabil. Ja? Okay. Und das geht im Zweifel dann auch sehr schnell. Und auch rückwärts. So, mach's mal. Ja, der Schwertkampf, der war früher ja Volkssport. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber es gab also in jeder größeren Stadt eigentlich eine Schwertkampfschule und die Bürger haben also dort die Wettkämpfe besucht. Genau, und das wollen wir jetzt also nacherleben, nachempfinden. Etwas noch kann ich noch zeigen. Ne? Ein Schwert hat nämlich nicht nur Klinge, es hat auch noch andere Teile. Ne? Wenn wir also jetzt ziemlich nah beieinander stehen, das nehmen wir in naher Mensur, dann kann ich auch Folgendes machen. Ja? Dann bin ich in Sicherheit, das Schwert meines Gegners ist von mir weg. Ja. Ja? Und ich habe die Parierstange als Hebel genutzt. Und jetzt kann ich auch noch die hintere Seite meiner Waffe nutzen, um den Gegner aus der Kraft zu setzen. Ja? Vielen, vielen Dank für den Einblick. Hat Spaß gemacht. Wir machen gleich noch weiter. Vorher schaut ihr noch kurz auf das Handwerk vom Mittelalter. Wir sind ja große Handwerksfans. Und auch im Mittelalter gab es ganz viele Handwerke, die auch heute noch so existieren im Endeffekt. Deswegen hier ein kleiner Überblick über das Handwerk im Mittelalter. Hi, ich bin der Ötzi von Ötzis Lagerschmiede. Und bin hier halt so in Deutschland weit immer auf den Märkten unterwegs. Mittelalterliche Schmieden ist eigentlich nicht viel anders als das moderne Schmieden. Abgesehen von der Technik jetzt wäre es, dass wir hier ohne Strom arbeiten. Aber ich arbeite immer noch mit dem Feuer, statt hier mit Kohlen, statt daheim mit Gas oder beziehungsweise mit dem Elektrolüfter. Aber die Hammerschläge sind dasselbe. Mein Name ist Peter Schmidt, ich bin 52 Jahre alt, bin Papiermachermeister und komme aus der Schweiz. Papiermacher ist eigentlich dafür zuständig, dass, nachdem die Lumpen verarbeitet worden sind,
das Papier herstellt. Dass, also, dass er das Papier mit dem Schöpfrahmen aus der Bütte rausholt, es abtropfen lässt, es auf den Filz presst, in die Presse tut und anschließend das Papier dann zum Trocknen aufgehängt wird. Also der Beruf, ich bin auch einer von den letzten gelernten Papiermachern. Mittlerweile heißt es eigentlich in allen Ländern Papiertechnologe, weil es sehr ein technologischer Beruf ist. Das heißt, es wird industriell gefertigt an großen Papiermaschinen. Es gibt ihn aber heute noch eben auch als Lehrberuf. Hallo, ich bin der Konstantin und Steinmetz. Wir restaurieren Gebäude, wir sorgen für Grabmale und Erinnerungen an Verstorbene. Wir schaffen Skulpturen in der Landschaft und für Privatpersonen. Die alten Handwerkstraditionen kann man hier zeigen, so wie leider nicht mehr wirklich gearbeitet wird. Ich habe hier so mal die drei wichtigsten da. Sind von grob nach fein, ihr könnt euch vorstellen, eine Spitze, zwei Spitzen, drei Spitzen. Wenn ich jetzt im Modernen arbeite, würde es das nicht geben. Ich würde die Flex nehmen oder ein pressluftunterstütztes Werkzeug. Ich mache alles mit der Hand und das Tollste hier ist, ich habe diese schöne Kulisse und ich habe keinen Druck. Ich schaffe etwas Neues und ich bin Teil davon. Ich bin nicht nur, wie jetzt in der Industrie, kleiner Teil, irgendein Rädchen und ich bin nur so gering beteiligt, dass ich nicht genau weiß, was ich tue. Ich schaffe wirklich das Gesamte und sehe den Prozess und das Ergebnis. So, vielen Dank. Zum Wohle. Zum Wohle. Ja, die Getränke im Mittelalter sind nämlich auch nicht so schlecht. Wir sind am Ende unserer Zeitreise angelangt. Jetzt geht es wieder zurück in die Zukunft. Vorher probiere ich mich aber noch durch die Getränke hier. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe Jugendstil. Bis dahin, macht's gut. Zum Wohle. So. Wunderschön. An dem wunderschönen Donnerstag auf bei Entschuldigung.